Dieser Film führt uns in das biblische und heutige Israel und Rom. Wir sehen Plätze aus dem Leben von Jesus von Nazareth und seinem Jünger Petrus aus Kapernaum. Zu den grundlegenden Ereignissen der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel gehört die Tatsache, dass das Volk von Israel aus dem Sklavenhaus Ägypten befreit und in das Land Kanaan, in dem Milch und Honig fließen, hineingeführt wurde. Im heutigen Israel liegt Tel Aviv am Mittelmeer und ist nach Jerusalem die zweitgrößte Stadt dieses Landes. In Israel leben derzeit etwa 8 Millionen Einwohner. Davon sind rund 75% Juden und 21% Araber. Israel ist der einzige Staat der Welt, in dem Juden eine Bevölkerungsmehrheit bilden, und wurde als Staat gegründet, der Juden auf und aus der ganzen Welt eine Heimat bieten und sie vor Verfolgung schützen soll. Wir fahren von Tel Aviv ins Landesinnere. Jerusalem liegt in den judäischen Bergen zwischen Mittelmeer und Totem Meer und hat heute etwa 800.000 Einwohner. Für das religiöse Bewusstsein des jüdischen Volkes spielt Jerusalem seit alters her eine herausragende Rolle. Dies beruht auf biblischen Überlieferungen von König David, der Jerusalem zur Hauptstadt seines Reiches machte, sowie auf der Westmauer als dem einzigen Überrest des herodianischen Tempels. Auf der Fahrt zur Geburtskirche von Jesus in Bethlehem passieren wir die Grenzkontrolle des palästinensischen Autonomiegebietes. Die israelische Sperranlage trennt mit einer bis zu 8 Meter hohen Mauer Bethlehem von Jerusalem. Bethlehem befindet sich im Westjordanland und hat heute etwa 30.000 Einwohner. Für die ca. 2,2 Milliarden Christen in der Welt ist die Stadt von besonderer Bedeutung, weil sie der Überlieferung nach der Geburtsort von Jesus Christus ist. Die Geburtskirche ist die Kirche in Bethlehem, die über der vermuteten Geburtsstelle Jesu Christi errichtet wurde. Die Kirche gehört zu den wenigen Beispielen vollkommen erhaltener Bauten aus frühchristlicher Zeit. Links, direkt an die Geburtskirche angebaut, befindet sich die 1881 von den Franziskanern anstelle einer früheren Kirche neu errichtete Katharinenkirche. Für den Papstbesuch im Jubiläumsjahr 2000 erfolgte eine Restaurierung, bei der der Raum hinter dem Hauptaltar vergrößert wurde. Oh!
In der Geburtskirche wird der Gottesdienst in der griechisch-orthodoxen Tradition abgehalten. Im Jahre 386 kam der heilige Hieronymus nach Bethlehem, wo er seine lateinische Bibelübersetzung vollendete. In seinem umfangreichen Werk berichtet er wiederholt von der Geburtsgrotte, so in seinem 46. Brief: Hier, in einer kleinen Erdspalte, wurde der Schöpfer des Himmels geboren. Die Geburtskirche ist die älteste erhaltene und ununterbrochen genutzte Kirche im Heiligen Land. Im Jahre 2012 wurde sie in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Unter dem Geburtsaltar befindet sich ein 14-strahliger Silberstern, der die Geburtsstelle Jesu markiert. Die Geburtskirche wurde im Jahre 333 von Kaiser Konstantin errichtet. Dieser Ort wurde bereits im 2. Jahrhundert als Geburtsstätte verehrt und stellt heute für viele Christen, insbesondere Katholiken, einen der wichtigsten Wallfahrtsorte weltweit dar. Jesus wurde in einem Stall geboren, wie es Matthäus und Lukas in der Bibel berichten. Auf den Feldern von Bethlehem hatten Hirten eine himmlische Erscheinung, die sie auf die Geburt des Messias hinwies. An der Grotte von Jesu Geburt finden regelmäßig Zeremonien statt. Danach kann man an die Stelle herantreten. Der See Genezareth liegt in Nordisrael am oberen Jordangraben. Der See ist bis zu 21 Kilometer lang, an seiner breitesten Stelle 13 Kilometer breit und mit 212 Metern unter dem Meeresspiegel der tiefstgelegene Süßwassersee der Erde.
Der See kann heute mit Nachbauten von historischen Schiffen befahren werden. Unmittelbar am Ufer des Sees liegt eine Reihe von Ortschaften, darunter das Fischerdorf Kapernaum, wo Jesus gewohnt und auch einige seiner Wunder vollbracht hat. Hier ging Jesus über das Wasser, stillte einen Sturm, speiste 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen und verwandelte Wasser in Wein. In Kapernaum traf Jesus auch auf Petrus, der Fischer am See Genezareth war und der ein enger Jünger von Jesus wurde. Jesus sagte zu ihm: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Heute befindet sich eine achteckige Kirche über dem Haus des Petrus in Kapernaum. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel und wird von Christen, Juden und Muslimen als heilige Stadt angesehen. Vom Ölberg aus hat man eine schöne Sicht auf die Stadt, den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Der Felsendom ist der älteste Sakralbau des Islam und eines der islamischen Hauptheiligtümer. Ebenso ist er ein Meisterwerk der islamischen Baukunst und das wohl bekannteste Wahrzeichen Jerusalems in der Gegenwart. Poetische und religiöse Titel wie der biblische Name Zion oder Heilige Stadt bezeichnen Jerusalem als Wohnsitz des einen, einzigen Gottes, den Juden und Christen verehren. Am Fuße des Ölbergs befindet sich der Garten Gethsemane. Hier ist der Ort, in dem nach dem Matthäus, Markus und dem Lukas-Evangelium Jesus Christus in der Nacht vor seiner Kreuzigung betete, ehe er von Judas Ischariot verraten und von Abgesandten des Hohepriesters verhaftet wurde. Gethsemane ist griechisch und heißt übersetzt Olivenpresse. Dieses Areal war schon in biblischen Zeiten mit Olivenbäumen bepflanzt. Neben dem Garten Gethsemane steht die Kirche aller Nationen. Sie verdankt ihren Namen der Tatsache, dass Spenden aus allen Nationen ihren Bau ermöglichten. Das Gebäude soll an Matthäus und Markus erinnern, als Jesus im Bewusstsein seines bevorstehenden Leidens verraten wurde. Daher wird dieser Bau auch Todesangst-Basilika genannt. Thank you.
Der Leidensweg Christi, die Via Dolorosa, beginnt wenige hundert Meter hinter dem Löwentor, nördlich des Tempelbergs. Nach der Überlieferung ist die Via Dolorosa jene Straße, die zur Zeit des Todes Jesu vom Amtssitz des römischen Statthalters Pontius Pilatus zur Hinrichtungsstätte am Hügel Golgotha führte. Diesen Weg musste Jesus vor seiner Kreuzigung zurücklegen, wobei er auf einem Großteil der Strecke das Kreuz selber tragen musste. Daher ist die Straße als Kreuzweg ausgestaltet. Der Verurteilung und der Geißelung. Diese beiden Kapellen der Franziskaner stehen teilweise auf dem Litus Trotos, dem römischen Steinpflaster, wo Jesus zum Tode verurteilt wurde. Basilika befindet. Die Tradition benennt ihn als den Ort, an dem Pilatus Jesus dem Volk vorgeführt hat. Oft begegnet man auf diesem Weg Pilgern, die den Kreuzgang nachempfinden. Eine Überlieferung erzählt, dass Maria am Wege stand, um ihren Sohn zu sehen. Hier in dieser kleinen armenisch-katholischen Kapelle wird ihres Schmerzes und ihrer Trauer gedacht.
fünfte Station wird durch ein Oratorium der Franziskaner an der Stelle angezeigt, wo die Via Dolorosa in Stufen zur Golgotha-Stätte hinaufführt. Wo einst das Haus der Veronika gestanden hat, wurde eine melkitisch-griechisch-katholische Kirche errichtet. Die Legende berichtet, Veronika habe dem vorbeigehenden Jesus ein Schweißtuch gereicht, um Schweiß und Blut von dessen Gesicht abzuwaschen. Dabei soll sich das Gesicht Jesu auf wunderbare Weise auf dem Schweißtuch als sogenanntes Veronika-Bild eingeprägt haben. Säule bezeichnet den zweiten Fall von Jesus, gerade als er die Stadt durch ein Tor verließ. Die Überlieferung berichtet, dass sein Todesurteil hier angeschlagen wurde. Die achte Station ist gekennzeichnet durch ein lateinisches Kreuz, eingraviert auf der Mauer des griechischen Klosters. Nicht weit entfernt von dieser Stelle befinden sich Apsis und Dach der Grabeskirche. Diese Stelle soll daran erinnern, dass Jesus im Angesicht der Stätte seiner Kreuzigung zusammenbrach. Die Grabeskirche steht an der überlieferten Stelle der Kreuzigung und des Grabes Jesu. Die Kirchenanlage zählt zu den größten Heiligtümern des Christentums und bezieht den Ort des Grabes und den nahebei liegenden Hügel Golgotha mit ein.
in die Kapelle der Entblößung Jesu führen Stufen hinauf. Die wichtigste heilige Stätte für Christen. Sie bezeichnet den Ort, an dem Jesus unter den Augen seiner Mutter ans Kreuz geschlagen wurde. Der griechische Altar im östlichen Stil erhebt sich über dem Kalvarienfelsen, über der Stelle, wo die Kreuze von Jesus und den beiden Verbrechern standen. Stein der Salbung, auf den der Körper von Jesus gelegt wurde. Heiligster Ort der Christenheit. Die Stätte von Jesus Begräbnis und Auferstehung befindet sich in einer eigenen Kapelle und bildet das Zentrum der ganzen Grabeskirche.
Jerusalem sind die Juden die wichtigste religiöse Gruppierung. Den Christen ist Jerusalem heilig, da es der Ort der Leidensgeschichte, Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi ist. Im Neuen Testament wird Jerusalem weit mehr als 100-mal zitiert. Die Geschichte der Stadt geht bis in die ersten Jahrhunderte des Christentums zurück. Neben der Klagemauer befindet sich der archäologische Park. Dort blieben zahlreiche Reste des zweiten jüdischen Tempels erhalten. Es gibt aber auch Ausgrabungen aus anderen Epochen der heiligen Stadt. Die Klagemauer steht in der Altstadt von Jerusalem. Sie ist eine religiöse Stätte des Judentums und stellt die frühere Westmauer des Plateaus des zweiten Jerusalemer Tempels dar, der sich an dieser Stelle befand. Von den Juden wird die Klagemauer westliche Mauer genannt, da sie die Westmauer der Tempelanlage war und nicht primär Ort der Klage ist. Täglich besuchen viele Menschen diesen Platz, um zu beten. Viele stecken auch aufgeschriebene Gebete, Wünsche und Danksagungen in die Ritzen und Spalten des Bauwerks. Die Mauer stellt für viele Juden ein Symbol für den ewig bestehenden Bund Gottes mit seinem Volk dar. Für viele junge Männer die Bar Mitzwa-Feier statt, das Erreichen der religiösen Mündigkeit mit 13 Jahren. In einem Bereich neben der Klagemauer widmen sich die Gläubigen dem Studium der geistigen Schriften. Das Zwiegespräch mit Gott und die Hingabe zum Glauben geben vielen Menschen Kraft zum Leben und zur Vergebung. Yeah.
Rom ist mit etwa 3 Millionen Einwohnern die Hauptstadt und die größte Stadt Italiens und liegt in der Region Latium am Tiber. Rom wurde im 1. Jahrhundert von Dichter Tibull erstmals die ewige Stadt genannt. Diese Bezeichnung wurde zu einem Ehrennamen für die Stadt, wegen der Bedeutung ihrer bis heute 3 Jahrtausende umspannenden Geschichte. Das Forum Romanum ist das älteste römische Forum und war Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und religiösen Lebens. Es liegt in einer Senke zwischen den 3 Stadthügeln Kapitol, Palatin und Esquilin und war der Ort vieler öffentlicher Gebäude und Denkmäler. Das Forum Romanum ist heute eine der wichtigsten Ausgrabungsstätten des antiken Roms. Das Kolosseum ist das größte der im antiken Rom erbauten Amphitheater, der größte geschlossene Bau der römischen Antike und das größte je gebaute Amphitheater der Welt. Zwischen 72 und 80 nach Christus erbaut, ist es heute eines der Wahrzeichen der Stadt und zugleich ein Zeugnis für die hochstehende Baukunst der alten Römer. Nach seiner Fertigstellung im Jahre 80 wurde das Kolosseum mit 100-tägigen Spielen eröffnet, unter anderem mit Gladiatorenkämpfen, nachgestellten Seeschlachten und Tierhetzen, bei denen 5000 Tiere in der Arena getötet wurden. Innerhalb Roms bildet der unabhängige Staat der Vatikanstadt eine Enklave. Der Vatikan ist der Sitz des Bischofs von Rom und somit der Sitz des Papstes, des Oberhauptes der römisch-katholischen Kirche. Rom ist außerdem reich an bedeutenden Bauten und Museen. Die Altstadt, der Petersdom und die Vatikanstadt wurden von der UNESCO im Jahre 1980 zum Weltkulturerbe erklärt. An der Porta Capena beginnt in Rom die Via Appia. Die Straße wurde im Jahre 312 vor Christus von Appius Claudius Caecus begonnen und führte um 190 vor Christus bis zum ca. 500 Kilometer entfernten Brindisi. Die meisten der frühen Päpste und viele Märtyrer fanden ihre letzte Ruhestätte an der Via Appia. Am Anfang der Via Appia steht auch die Kapelle Santa Maria in Palmis. Sie wurde im 9. Jahrhundert an der Stelle gebaut, wo der aus Rom flüchtende Petrus auf Jesus traf.
Im Innenraum der Kirche befindet sich die Kopie eines Steins mit Fußabdrücken, die von Jesus Christus stammen sollen. Daher auch der Name in Palmis, vom lateinischen Palma für Fußfläche. Der Legende nach ist Christus dem Apostel Petrus hier in einer Vision erschienen. Auf die Frage »Domine, quo vadis?« »Wohin gehst du, Herr?« soll die Erscheinung geantwortet haben, »nach Rom, um ein zweites Mal gekreuzigt zu werden.« Daraufhin kehrte Petrus nach Rom zurück, um sein Martyrium zu beginnen. Am Esquilinhügel in der Nähe des Kolosseums befindet sich die Kirche San Pietro in Vincoli, zu Deutsch Petrus in Ketten. Der Grundstein wurde im Jahre 431 gelegt. 8 Jahre später wurde San Pietro durch Papst Sixtus III. Geweiht. Namensgebend für die Kirche sind die Ketten, die in einem Glasbehälter unter dem Altar aufbewahrt werden. Sie werden von den Pilgern als diejenigen verehrt, mit denen Petrus in Jerusalem bis zu seiner wunderbaren Befreiung gefesselt war. Jeden Mittwoch findet in der Regel vormittags um 10.30 Uhr eine sogenannte Generalaudienz des Papstes auf dem Petersplatz statt. Die wöchentliche Audienz wurde von Papst Pius XI. Im heiligen Jahr 1925 eingeführt. Seit dem Beginn des Pontifikats von Papst Franziskus haben sich die Teilnehmerzahlen verdreifacht. Vor Beginn der Audienz predigen die Kardinäle in verschiedenen Sprachen zu den Pilgern und Gästen aus aller Welt. Ein Höhepunkt ist die Begrüßung des Papstes vor der Audienz. Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Nicht nur die Worte Jesu an seinen Apostel machen Petrus zu einem besonderen Heiligen. Ebenso gilt er als Gründer und Haupt der Kirche in Rom. Nach katholischer Auffassung ist Petrus der Stellvertreter Christi und als erster Bischof von Rom Leiter aller Ortsbischöfe, sodass sich das Papstamt von ihm ableitet.
Die zahlreichen Konfessionen bzw. Kirchen innerhalb des Christentums lassen sich in vier Hauptgruppen zusammenfassen. Die römisch-katholische Kirche, die orthodoxe Kirche, die protestantische und die anglikanische Kirche. Mit rund 2,2 Milliarden Anhängern ist das Christentum vor dem Islam und dem Hinduismus die in der Welt am weitesten verbreitete Religion. Viele Kirchen stehen in einer mehr oder weniger lockeren Gemeinschaft mit anderen Kirchen, die in beiderseits anerkannten Lehren begründet ist, ohne deshalb ihre spezifischen Lehren und ihr Brauchtum aufzugeben. Der Petersdom ist die größte der Papstbasiliken in Rom und das Zentrum des unabhängigen Staates der Vatikanstadt. Der Dom fasst 20.000 Menschen und ist mit einer überbauten Fläche von 15.000 Quadratmetern eines der größten Kirchengebäude der Welt. Den Vorgängerbau, auch Alt St. Peter genannt, ließ Konstantin der Große um 324 als Grabeskirche über dem vermuteten Grab des Apostels Simon Petrus errichten, dem sie geweiht ist. Im sehr weitläufig gestalteten Petersdom gibt es viele Stellen der Andacht, wofür die Pilgergruppen auch in verschiedenen Sprachen Gottesdienste abgehalten werden. Die Petrusstatue befindet sich im Hauptschiff. Ihr rechter Fuß ist bereits stark abgeflacht, denn die Berührung des Fußes soll Segen bringen. Direkt unterhalb der Kuppel des Petersdomes befindet sich der Papstaltar mit einem Bronzebaldachin, der 1624 bis 1633 entstand. Darunter liegt die Confessio, gemäß einer Überlieferung das Grab des heiligen Petrus. Wir gehen noch einmal in die Historie dieser heiligen Stätte. Jesus spricht hier zu seinem Jünger Petrus über die Bedeutung seiner Nachfolge. Ich freute mich über die herzliche Zuneigung der Apostel, insbesondere über die des Petrus. Dieser glühte mehr als alle anderen in Liebe zu mir. Ich fragte ihn daher, ob er mich mehr als alle anderen Aposteln liebe. Er erklärte, dass er mich sehr liebe. Dreimal stellte ich diese Frage an ihn, um zu sehen, ob er in der Antwort beständig sei. Nach jeder Antwort befahl ich ihm, meine Schafe und Lämmer zu weiden. Dadurch machte ich ihn zum Haupte meiner Kirche. Ich begehrte von ihm dieses Geständnis der Liebe, um ihm zu zeigen, dass ich von ihm eine bedeutend größere Liebe zu mir verlange, da ich ihn zum Haupte aller bestimmt habe. Nur so könne er sein Amt ausüben und für die Verherrlichung und Ehre des himmlischen Vaters und für das Heil der ihm anvertrauten Seelen eifern. Petrus, vom Vater erleuchtet, erkannte die Erhabenheit seines Amtes. Er verdemütigte sich, indem er sich für unwürdig hielt. Er nahm das Amt nur an, um den göttlichen Willen zu erfüllen. Alle anderen Apostel freuten sich.
Sie erfüllten bei diesem Anlass das Gebot der brüderlichen Liebe, das ich ihnen gegeben hatte. Sie freuten sich über die Erhebung ihres Bruders und Gefährten und zeigten sich ganz bereit, ihm unterworfen zu sein. Gemäß der Verheißung, die ich meinen Aposteln gemacht habe, bin ich im Sakrament des Altares unter den Gestalten des Brotes und Weines gegenwärtig bis zum Ende der Welt. Ich halte mich in diesem Sakrament zu meiner und des himmlischen Vaters größten Freude auf und stille meine Liebe zu den Menschen. Im Sakrament des Altares liebe ich meinen Vater ununterbrochen. Diese Liebe bringe ich ihm dar zum Ersatz für die Liebe und Huldigung, welche die Menschen ihm schuldig bleiben. Ich opfere ihm auch meine Tugenden und Vollkommenheiten für ihre diesbezüglichen Mängel auf. Dadurch wird sein Verlangen, dass alle Menschen vollkommen seien, zufriedengestellt. Mit besonderer Freude schaue ich auf alle mich liebenden Seelen und ihre Huldigungen, die sie mir vor dem Tabernakel entgegenbringen. Ich überhäufe sie mit Gnaden, wenn sie mich in ihr Herz aufnehmen, und offenbare ihnen meine Geheimnisse. Ich weile im Sakrament des Altares, um alle Bitten zu hören und alle Gnaden zu gewähren, die zum Heil der Seelen gereichen. Ich schlage ständig die Macht der höllischen Feinde nieder, die die Menschen zu einem schlechten Lebenswandel verführen. Im Sakrament des Altares bin ich Speise und Trank für die Seelen. Ich sättige sie mit himmlischer Freude und lasse ihnen alle Vergnügungen der Welt zum Ekel werden. Ich bin Lehrer, indem ich die Seelen, die mich würdig aufnehmen, liebevoll unterweise. Ich bin Arzt und Heilmittel, Stärkung und Tröstung. Ich bin das Licht, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin Ratgeber, Führer und Hirte, Bruder und getreuer Freund und Spender aller Gnaden. In der Tat wirke ich in diesem Sakrament ununterbrochen zum Segen des ganzen Menschengeschlechts. Ich tue alles mit höchster Freude und aus Liebe zu den Menschen, für die ich am Kreuz gestorben bin und mich in diesem Sakrament zur Speise gegeben habe.